So, jetzt kommen wir mal zur Frequenzmodulation, und das ist die häufigste Modulation, die ihr im Radiotechnikbereich findet, zumindest in der heutigen Technik. Bei der Frequenzmodulation haben wir eine Sinusschwingung von zum Beispiel 2 MHz. Die ist eigentlich immer gleich. Wenn ich jetzt aber eine Frequenzmodulation will und zum Beispiel Sprache übertrage, ändere ich, wie lang diese Sinuswellen sind. Das mache ich bei einem Sender mit einer Kapazitätsdiode. Diese ist parallel zum Schwingkreis geschalten und wird als FM-Modulator bezeichnet. Füge ich keine Spannung dazu, hat die Kapazitätsdiode eine hohe Kapazität und die Schwingungen sind recht weit auseinander. Wir haben eine recht tiefe Frequenz. Wenn ich jetzt aber bei der Kapazitätsdiode eine Spannung dazufüge, verringert sie ihre Kapazität und dadurch habe ich sehr eng zusammengepresste Schwingungen oder eine hohe Frequenz. Ich habe jetzt hier mal eine Schaltung aufgebaut, einen Prüfsender, nicht den Prüfsender, den ich hier im Schaltplan habe, sondern einen anderen. Und ihr seht schon, dass das Ganze sich hier verändert. Und zwar in der horizontalen Position. Also es geht immer hin und her, in dieser Richtung. Leider geht es auch laufend runter und das ist kein schöner Sinus, weil das leider die falsche Schaltung ist. Das habe ich ja im Intro schon erklärt. Aber ihr seht schon, dass es im Prinzip geht und es geht immer hin und her. Und zwar horizontal. Das ist die Frequenzmodulation. Also ihr seht schon, dass ich hier die Länge von der Sinuswelle ändere und dadurch die Frequenz verändere. Modulieren heißt ja im Prinzip formen. So, jetzt komme ich zur Amplitudenmodulation. Die kennen wir noch vom alten Kurzwellen- oder Mittelwellenradio. Bei der Amplitudenmodulation bleibt die Länge der Frequenz immer gleich. Also 2 MHz bleiben 2 MHz. Und die Höhe wird verändert, die Sendeleistung. Im einfachsten Fall mache ich das mit einem Widerstand in Reihe zur Stromversorgung. Hier habe ich den 9 Volt von meiner Versorgungsspannung, 1 Volt fallen und den Widerstand ab. Und wenn ihr jetzt auf dem Ostsee eure Sprache anschauen würdet oder Musik anschauen würdet, dann wäre das im Prinzip auch eine Sinusschwingung. Allerdings ist das so schnell, dass man das nicht gescheit anschauen kann. Wenn die Sinusschwingung jetzt im negativen Bereich ist und 1 Volt zum Beispiel abzieht, minus 1 Volt, dann bleiben hier fällt 1 Volt ab, hier fällt 1 Volt ab, bleiben noch 7 Volt für den Sender. Dann haben wir wenig Power, wenig Leistung. Wenn aber die Sinuskurve gerade in den positiven Bereich geht, dann haben wir hier 9 Volt, dann fallen da 1 Volt ab, dann haben wir hier noch 8 Volt an dem Punkt, hier kommt aber wieder 1 Volt dazu, dann haben wir wieder 9 Volt und wir haben die große Power, die große Sendeleistung. In der Praxis wird das so gemacht, bei einem einfachen Sender wird einfach ein Widerstand vor die Stromversorgung geschalten, über den dann die Spannung abfällt und durch die Modulation, die hier eingespeist wird, wird die Sendeleistung geändert. Nochmal, das ist nicht die Schaltung, die ich aufgebaut habe. Das ist eine andere Schaltung, aber siehe Intro. Jetzt schalte ich mal um von Frequenzmodulation auf Amplitudenmodulation. Jetzt haben wir noch Frequenzmodulation und ich schalte jetzt um auf Amplitudenmodulation. Und ihr seht schon, bei der Amplitudenmodulation geht das Ganze immer rauf, runter, rauf, runter. Frequenzmodulation war so und Amplitudenmodulation ist so. Das ist eigentlich der Unterschied. So, jetzt habe ich hier ein Experiment für euch aufgebaut. Ich habe jetzt zwei Sender. Wir tun jetzt mal so, als würden wir im CB-Funk arbeiten und einer sendet auf Kanal 5 in AM und einer sendet auf Kanal 6 in FM. Hier ist Kanal 6 FM, hier ist Kanal 5 AM. Und jetzt habe ich Folgendes. Der Typ, der in FM sendet, der sendet schön brav hier in NFM mit den erlaubten 1,8 bzw. 2,4 kHz, da gibt es unterschiedliche Angaben. Sagen wir mal 2,4 kHz erlaubte Hub. So, wenn ich jetzt meinen Empfänger einschalte, dann hören wir erstmal den FM-Kanal. Das ist jetzt Kanal 6 FM, nur symbolisch. So. Jetzt hören wir uns mal Kanal 5 AM an. Das ist jetzt Kanal 5 AM. Und wie man hören kann, stören sich die Sender nicht gegenseitig. Man kann jeden Sender einzeln voneinander hören. Wenn jetzt dieser andere CB-Funker, der in FM sendet, seine Kiste wieder modifiziert und den Hub aufdreht und ordentlich die Kilohertz macht, passiert Folgendes. So, ihr hört schon, wenn ich das jetzt abstecke, Schmalband FM, Breitband FM. So, was ich euch damit zeigen wollte ist, wenn ich zwei Sender habe,
Hier ist mein erster 2 MHz Sender, das ist Kanal 5 AM, und hier ist mein zweiter Kanal 6 FM Sender. Erst sende ich mit Schmalband FM. Wenn wir uns die Linie hier anschauen, überschneiden sich die Sender nicht. Wenn ich jetzt aber viel Bandbreite benutze mit WFM, überschneidet sich, man sieht ja, dass die rote Linie hier an der lilanen auch drüber geht, überschneiden sich die beiden Linien und die Sender stören sich gegenseitig. Deswegen achtet man hier auf geringe Bandbreite. Das wollte ich euch einfach noch zeigen zum Thema Bandbreite.